Dezember 1945. Vor der Küste Floridas verschwindet eine Flugzeugstaffel der US-Marine. März 1918. Ein großes Versorgungsschiff der amerikanischen Marine unterwegs nach Baltimore geht spurlos verloren. In wenigen Jahrzehnten verschwanden noch weitere Schiffe und Flugzeuge in diesem rund 640.000 Quadratkilometer großen Seegebiet. Ein Quell von Geheimnissen, Legenden und Angst. Das Bermuda-Dreieck. Mit Hilfe virtueller Animationstechnik wird der Ozean Schicht um Schicht zurückgezogen und damit eine verborgene Landschaft freigelegt. Wir enthüllen das Bermuda-Dreieck. Auf unserem Weg in die Tiefe erforschen wir seine dunkelsten Ecken, um so einige seiner größten Geheimnisse zu ergründen. Was werden wir auf dem entblößten Grund des Bermuda-Dreiecks vorfinden? Die Bermudas. Eine Inselkette rund 1000 Kilometer vor der Südostküste der USA. Seit Jahrhunderten ein sicherer Hafen der Transatlantikroute. Doch die Gewässer der Inseln sind auch eine tödliche Bedrohung. Die Bermudas sind großartig, gelten aber für unerfahrene Kapitäne als absolute No-Go-Area. Der Name Bermuda ist unter Seeleuten zum Inbegriff des Schreckens geworden. Man nennt sie auch Inseln des Teufels. Einerseits gelten sie als Paradies, andererseits sind sie seit 300 Jahren zu einem Schiffsfriedhof geworden. Als Kurator historischer Schiffswracks ist es Philip Rogers Aufgabe, dieses maritime Erbe aufzuspüren und zu schützen. Und es gibt hier viele Wracks, um die er sich kümmern muss. Wahrscheinlich gingen vor den Inseln bis zu 300 Schiffe verloren. Wie konnten in diesen kristallklaren, küstennahen Gewässern derart viele Schiffe untergehen? Heute besucht Rogers mehrere Wracks, die vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen könnten. Zuerst das Wrack der Mary Celestia. Die Ladung des eisernen Schaufelraddampfers war für den amerikanischen Bürgerkrieg bestimmt. Sie lief von Bermuda aus und ist hier am Südende der Hauptinsel gesunken. Das ist deshalb seltsam, weil das Ufer nur 800 Meter entfernt liegt. An diesem Tag war das Wasser spiegelglatt. Wir möchten herausfinden, wieso das Schiff trotzdem gesunken ist. Das Wrack liegt in nur 18 Meter Tiefe. Das typische Schaufelrad ist noch immer gut zu erkennen. Ganz in der Nähe liegt die Constellation. Und etwas weiter die Montana. Den Seekarten nach sind die Bermudas geradezu von Schiffswracks umzingelt. Offenbar lauert hier draußen eine tödliche Gefahr für die Schifffahrt. Um Antworten auf dieses und noch weitere Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks zu erhalten, sollten wir uns den Meeresboden näher ansehen. Das Meer muss Schicht um Schicht virtuell abgelassen und die einzigartige Meerestopographie schrittweise sichtbar gemacht werden. Der Blick in die Tiefen des Bermuda-Dreiecks ist nur durch hochmodernes Sonar-Mapping möglich. Dabei wird der Meeresgrund mittels Schallwellen abgetastet und die reflektierten Akustiksignale zu einem dreidimensionalen Echogramm des Meeresbodens umgewandelt. Die Sonartechnologie soll dabei helfen, die Ursachen hunderter Schiffsuntergänge in diesem Gebiet zu erklären.
Der Geologe Nick Hutchings ist ein moderner Goldgräber. Er versucht mittels Sonar-Mapping auffällige Bodenformationen im Umfeld einiger Wracks aufzuzeichnen. Wir suchen nach Mineralablagerungen, die auf ehemalige hyperthermale Schlote, sogenannte Black Smokers, hindeuten. Hutchings glaubt, dass diese erkalteten Schlote seltene Metalle und Mineralien enthalten. In den verkrusteten Ablagerungen hoffen wir Gold und Kupfer, aber auch Platin, Kobalt, Nickel und sogenannte seltene Erden zu finden. Gerade diese seltenen Erden sind für die Herstellung moderner Elektrogeräte enorm wichtig. Um die wertvollen Metalle finden zu können, setzt Hutchings auf die mehrschichtige Echoortung. Der Festlandsockel der Bermudas hat außergewöhnliche Unterwasserlandschaften, wie zum Beispiel diesen Bergrücken, hervorgebracht. Das hier ist ein Plateau. Wir werden bis zum sogenannten Edge hinausfahren. Die seitliche Flanke fällt mit einer Neigung von 60 Grad etwa 640 Metern tief ab. Eine faszinierende Darstellung. Aber warum findet man so nah an der Küste der Bermudas einen dermaßen steilen Felsabbruch? Das erklärt sich am besten durch einen Perspektivwechsel. Mittels aktueller Sonardaten können wir das gesamte Seegebiet der Bermudas virtuell enthüllen. Einmal freigelegt, zeigt sich, dass die kleine Inselkette auf einem spektakulären Bergplateau von über 4.800 Metern Höhe thront. Und das mitten im südatlantischen Becken. Doch wie kam dieses Felsmassiv hierher? Die Bermudas sind durch einen gewaltigen Vulkanausbruch, der in grauer Vorzeit in diesem abgelegenen und noch in der Entstehung begriffenen Teil des Atlantiks stattfand, entstanden. Der Vulkan war in Millionen von Jahren größer und größer geworden, bis er hoch über dem Meeresgrund aufragte. Durch einen Ausbruch entstand eine große Vulkaninsel, die sich mehr als 1000 Meter über dem heutigen Meeresspiegel erhob. Als der Vulkan vor 30 Millionen Jahren erlosch, erodierte dessen Kegel durch Wind und Regen zu einem flachen Plateau. Als der Meeresspiegel nach der Eiszeit merklich anstieg, wurden die Bermudas zu einer winzigen Inselkette auf einer unterseeischen Bergsenke. Heute sind die Hänge dieses ehemaligen Vulkans von Riffen bedeckt, die fast die gesamte Inselkette umschließen. Die Korallenriffe schützen die Inseln vor den zerstörerischen Kräften des Ozeans, haben aber auch viele Menschenleben gefordert. Aber nicht nur die Riffe stellen eine tödliche Gefahr für die Schifffahrt dar, sondern einige der dortigen Mikroorganismen sind noch weitaus tückischer und gefährlicher. Die Einheimischen nennen sie Boilers oder Breakers. Die Breakers bestehen aus Steinalgen und Millionen von Muschelschalen winziger Mollusken, die sich zu extrem harten Kalksteinnadeln auftürmen. Bei Ebbe können die Spitzen der bis zu 12 Meter hohen Gebilde selbst die Wasseroberfläche durchstoßen. Die Breaker sind wesentlich härter als der Muschelkalk der Korallenriffe. Sie wachsen sogar noch weiter und jedes Schiff, ob aus Holz, Metall oder Kunststoff, sollte sich vor einer Kollision mit diesen Felsnadeln hüten. Einige der Breakers haben messerscharfe Spitzen und können den Schiffsrumpf wie ein Dosenöffner aufschlitzen und ein Boot binnen Minuten zum Sinken bringen. Bei ruhiger See sind die Breakers besonders gefährlich. Paradoxerweise sind sie bei hohem stürmischen Wellengang eher sichtbar als bei leichter See. An einem ruhigen Tag sind sie kaum zu erkennen und deshalb besonders gefährlich. Die Breakers sind für viele der hiesigen Schiffswracks verantwortlich, wie dem der Mary Celestia. Diese heimtückische Bedrohung vor der Küste ist das Erbe einer vulkanischen Vergangenheit. Durch die Freilegung der Inselgruppe lassen sich hunderte von Schiffswracks erklären. Doch die gleichnamigen Inseln
sind nur ein kleiner Teil des Bermuda-Dreiecks, das sich von den Bermudas im Norden bis nach Puerto Rico im Süden und im Westen bis zur Küste Floridas erstreckt. Während des Zweiten Weltkriegs startete von Florida aus eine Flugzeugstaffel mit dem Codenamen Flight 19. Diese Lost Patrol hat entscheidend zum Mythos des Bermuda-Dreiecks beigetragen. Nun versuchen Bergungstaucher, eine jener Maschinen zu finden, die an jenem Tag plötzlich vom Radar verschwanden. Können wir mit einer noch umfangreicheren Enthüllung des Terrains zur Lösung dieses Rätsels beitragen? Am 5. Dezember 1945 stiegen 5 Torpedobomber von Fort Lauderdale aus zu einem Trainingsflug auf. Flug 19, so der Codename, sollte als reiner Instrumentenflug der Küstenlinie Floridas folgen. Die kleine Staffel wurde von Lieutenant Charles Taylor, einem erfahrenen Marineflieger, befehligt. Er hatte bereits Dutzende solcher Übungsflüge befehligt, war aber noch nie über diesen Küstenabschnitt geflogen. Nach der Hälfte der Flugstrecke kam es zu ersten Problemen. Die Kompasse in Taylors Maschine spielten plötzlich verrückt. Als auch noch das Wetter umschlug, verloren die Piloten vollends die Orientierung. Eine PBM-5 Martin Mariner stieg auf, um die Staffel ausfindig zu machen und zurückzulotsen. Nach einem Routinefunkspruch hat man nie wieder etwas von der Martin Mariner gehört. Bisher wurden weder die Wracks von Flight 19 noch das der Mariner gefunden. Um das Verschwinden der Flugzeuge ranken sich viele Mythen und Legenden. Sie reichen von der Entführung durch Außerirdische bis hin zu elektromagnetischen Störfeldern. Wahrscheinlich hatten die Piloten einfach die Orientierung verloren und waren irgendwann mit leeren Tanks ins Meer gestürzt. Die Mariner und Flight 19 gingen wahrscheinlich nördlich der Bahamas nieder. Nun ist es erstmals möglich, den in gut 4.800 Metern Tiefe liegenden Meeresboden virtuell freizulegen. Es wird eine weite Landschaft sichtbar, die von Meeresgeologen als südatlantisches Becken bezeichnet wird. Eine gigantische Unterwasserwüste. Nun wird klar, wieso die Flugzeuge bisher nicht gefunden wurden. Doch jetzt, 70 Jahre später, besteht endlich die Chance, zumindest die Martin Mariner zu orten. Mike Barnett ist Bergungstaucher und hat sich auf die Auffindung versunkener Flugzeuge spezialisiert. Er hat sich jahrelang mit Flight 19 beschäftigt und glaubt nun zu wissen, wo ungefähr die Mariner abgestürzt ist. Ich habe mir den Flugplan der Mariner genau angesehen und bin mir ziemlich sicher, wo sie versank. Nach dem Start von der Banana River Naval Air Station passierte sie Cap Canaveral und flog dann das vorgegebene Suchgebiet ab. Etwa 30 Minuten nach dem Start des Flugzeugs hat ein Frachter von einer Explosion über dem Meer berichtet. Doch man fand keinerlei Wrackteile. Entweder ist die Maschine im Ganzen versunken oder wurde vom Golfstrom fortgetragen. Heute wollen Barnett und sein Team die Überreste der vermissten Martin Mariner aufspüren. Unser Suchgebiet liegt etwa 80 Kilometer vor der US-Küste und hat eine Wassertiefe von fast 70 Metern. Hier könnte die Staffel abgestürzt sein. Wir gehen davon aus, dass der Golfstrom die Wrackteile in nördlicher Richtung davongetragen hat. Fischer hatten von Wrackteilen berichtet. Barnett versucht, diese mit dem Sonar zu orten. Wir haben das Ziel erfasst. Es entspricht dem Profil eines kleineren Flugzeugs. Wir steigen in unsere Tauchanzüge und sehen nach. Das Wrack liegt in circa 70 Metern Tiefe. Er glaubt,
dass es sich um ein Flugzeug handelt, kann aber noch nicht sagen, ob es die Mariner ist. In dieser Tiefe hat man kaum noch Sonnenlicht. Zudem erschwert eine starke Strömung die Suche. Wir sind dicht dran, schon wegen der vielen Fische. Wracks ziehen immer Fische an. Hier muss es sein. Im Zwielicht der Tiefe sehen sie etwas. Das ist das Bugrad eines Flugzeugs. Nur einen Steinwurf entfernt. Der verrostete Flügel eines großen Flugzeugs. Das ist eine äußerst interessante Fundstelle. Das Wrack ist gut erhalten. Meistens sind die Trümmer weit über den Meeresboden verstreut. So etwas sieht man nicht alle Tage. Liegen hier die Überreste der Martin Mariner? Nun müssen noch Beweise zur eindeutigen Identifizierung des Flugzeugs geborgen werden. Sie erkennen Verstrebungen, die zur Anbringung von Schwimmkörpern gedient haben könnten. Offenbar war dies ein Wasserflugzeug. Auch die Öffnungen im Vorderflügel deuten auf eine Mariner hin. Zudem sind horizontale Stabilisatoren zu erkennen, die man auf Fotos dieses Flugzeugtyps sieht. Es deutet zwar vieles auf die vermisste Mariner hin, doch den entscheidenden Beweis haben die Taucher noch nicht gefunden. Jedenfalls ist es ein Flugzeugwrack. Die Bauweise deutet auf ein maritimes Rettungsflugzeug hin. Ich möchte mir aber erst noch einige Fotos und Videos ansehen. Sehr aufregend. Wir werden das Wrack genau untersuchen. Barnett will eine Expertenmeinung einholen und zeigt sein Video dem Flugzeughistoriker Roy Stafford. Der ehemalige Navy-Pilot ist ein Spezialist für amerikanische Militärflugzeuge. Das war zu Beginn des Tauchgangs. Wir sind der Strömung am Meeresboden gefolgt und man sieht bereits einige Wrackteile ins Bild kommen. Eigentlich wollten wir unbedingt die Martin Mariner finden, aber als wir uns die Überreste näher ansahen, kamen Zweifel auf. Um welchen Flugzeugtyp könnte es sich hier handeln? Das Bremssystem und der Reifen deuten eher auf ein Nachkriegsmodell hin. Mehr kann ich noch nicht sagen. Das sind Teile des Cockpits und der Fenster. Stafford ist sich sicher, dass dies nicht die gesuchte Mariner ist. Aber wenn das nicht das Rettungsflugzeug ist, was ist es dann? Die Antwort könnte ein weiteres Rätsel des Bermuda-Dreiecks lösen. Das da unten ist wichtig. Die Öffnung könnte für eine Kamera bestimmt gewesen sein. Man sieht mehrere solcher Öffnungen. Die sind uns gleich aufgefallen. Es war eine zweimotorige Maschine. Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die seitlichen Stützstreben deuten auf eine RB-66 hin, die aber kaum für Rettungsflüge eingesetzt wurde. Oder aber eine Marineversion der A-3. Stafford braucht nicht lange, um den Flugzeugtyp eindeutig zu identifizieren. Das ist eine A-3 Skywarrior. Das markante Flügelprofil, die Längsstreben unter den Flügeln und das einfahrbare Fahrwerk lassen keinen Zweifel zu. Eindeutig eine A-3 Skywarrior. Die A-3 Skywarrior war damals der größte von einem Flugzeugträger aufsteigende Jagdbomber der US-Marine. Nach Unterlagen der US-Marine war 1960 ein Flugzeug dieses Typs beim Landen auf einem Flugzeugträger verunglückt. Sehr wahrscheinlich haben Barnett und sein Team nun das Wrack dieser A-3 gefunden. Doch Flight 19 und die Mariner bleiben verschollen. Die Suche geht weiter. Wir wissen, dass sie hier irgendwo liegen und müssen sie nur finden. Wenn wir die große unterseeische Ebene nahe der Bahamas freilegen, sollte man die Wracks der Lost Patrol wesentlich leichter auffinden können.
Gemessen am Zustand anderer Flugzeugwracks, die bereits am Meeresgrund entdeckt wurden, sollten sie nach 70 Jahren im Meer ungefähr so aussehen. Als wir immer größere Areale des Bermuda-Dreiecks enthüllen und dabei in noch größere Tiefen vordringen, stoßen wir auf weitere bizarre Naturphänomene. Auf den Bahamas kursieren uralte Geschichten von Seeungeheuern, die in Unterwasserhöhlen hausen und Schiffe und Menschen verschlingen sollen. Nun zeigen Ozeanographen erstmals die erstaunliche Wahrheit hinter diesen Legenden auf. Nur knapp 90 Kilometer von der Küste Floridas entfernt liegen am westlichsten Punkt des Bermuda-Dreiecks die Bahamas. Ein Archipel von mehr als 700 Inseln. Hier stoßen wir auf eines der rätselhaftesten Naturphänomene dieses Gebiets. Tückische Wasserwirbel sollen angeblich Schiffe und Menschen in die Tiefe reißen. Erst durch die Freilegung des Meeresbodens kommen in einer Tiefe von 4.800 Metern spektakuläre Bodenformationen zum Vorschein. Die Bahamas bilden die Spitze eines vom Meeresgrund aufsteigenden Kalksteinplateaus, das als die Great Bahama Bank bekannt ist. Die fast 5.000 Meter hoch aufsteigenden Klippen sind gut dreimal so hoch wie die Wände des Grand Canyon. In Küstennähe ein neuerliches Phänomen. Einige der außergewöhnlichsten Gesteinsformationen der Welt, sogenannte Blue Holes. Diese riesigen Unterwasserhöhlen reichen hunderte von Metern tief in den Meeresboden hinein. Und Dean's Blue Hole ist das tiefste von allen. Tom Iliff ist einer der führenden Experten für Blue Holes und kennt deren Gefahren. Es ist schon vorgekommen, dass sich jemand zu nah an den Rand herangewagt hat. Der steile, sandige Rand führt dazu, dass man sehr leicht in das Blue Hole hineinrutschen kann. Dean's Blue Hole hat schon mehrere Menschenleben gefordert. Die Einheimischen halten, schon aus Aberglaube, lieber einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Auf den Bahamas kursieren viele Geschichten über solche Blue Holes. Eine berichtet von dem Monster Losca, das dort leben soll. Das herein- und herausströmende Wasser soll der Atem des Monsters sein. Es sollen sogar schon dicht vorbeifahrende Schiffe von Losca eingeatmet worden sein. Auch Tom selbst hat plötzlich auftretende Wasserstrudel an diesem sagenumwobenen Blue Hole beobachtet. Bei einsetzender Flut habe ich drei Strudel gesehen, die alle gleichzeitig in das Blue Hole hineinflossen. Tom versucht, sich das Phänomen anhand der Gezeiten zu erklären. Könnten aber nicht auch noch andere Kräfte in der Tiefe des noch unerforschten Blue Holes am Werk sein? Da hilft nur ein Tauchgang weiter. Tom untersucht seit mehr als 20 Jahren die Blue Holes der Region und ist nach wie vor sichtlich beeindruckt. Das sind Tore zu einer anderen Welt. Sobald man dort taucht, scheint man sich auf einem anderen Planeten zu befinden. Inzwischen glauben die Geologen, dieses ungewöhnliche Naturphänomen entschlüsselt zu haben. Während der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel deutlich tiefer. Dadurch ragten die Kalksteinformationen aus dem Wasser. Als saurer Regen in den Kalkstein eindrang, bildeten sich mit der Zeit tiefe Risse. Irgendwann brach die Decke ein und hinterließ eines dieser flaschenförmigen Blue Holes.
Als am Ende der Eiszeit der Meeresboden stark anstieg, wurde die Felsformation von Meerwasser überspült. Als Tom tiefer taucht, öffnet sich plötzlich eine breite Kaverne. Bei 20 Meter Tauchtiefe weitet sich die Kammer auf rund 50 Meter aus. Unterhalb von 25 Metern erweitert sie sich erneut und erreicht nun einen Durchmesser von schätzungsweise 100 Metern. In einer Tiefe von gut 40 Metern entdeckt er mehrere Seitentunnel. Trotz ihrer Enge erzeugen sie einen starken Sog. Die Gezeitenströmungen haben uns fast hineingezogen. Wir sind nicht weit hineingeschwommen, aber auf dem Rückweg mussten wir uns mühsam voranziehen, um wieder herauszukommen. Bei 50 Metern hat Tom seine maximale Tauchtiefe erreicht. So tief unten war er noch nie. Doch einige Taucher waren noch wesentlich tiefer. Einer von ihnen bis auf unglaubliche 221 Meter. Trotzdem kennt niemand die exakte Tiefe dieses Blue Holes. Wir wissen mittlerweile aber genug, um demonstrieren zu können, dass bei einer Freilegung von Deans Blue Hole nicht nur dessen flaschenförmige Höhle, sondern auch ein verästeltes, nach unten verlaufendes Tunnelsystem sichtbar würde. Allein das die Tunnel durchströmende Wasser und nicht irgendein Seeungeheuer erzeugt jenen mysteriösen Whirlpool-Effekt. Demnach ist Deans Blue Hole lediglich eine geologisch gut erklärbare Laune der Natur. Damit haben wir die Blue Holes der Bahamas großteils entzaubert. Doch das Bermuda-Dreieck hält noch viele andere unerklärliche Phänomene bereit. Darunter regelrechte Monsterwellen, die sich wie aus dem Nichts aufbauen. Sowie eine seltsame Substanz auf dem Meeresboden, die selbst Schiffen gefährlich wird. März 1918. Ein Frachter der US-Marine verlässt Barbados. Die USS Cyclops ist ein Marinefrachter von 19.000 Bruttoregistertonnen mit einer Ladung Manganerz und 309 Mann Besatzung an Bord. Nach einem Tag auf See fährt der Frachter in eines der tiefsten Gebiete des Bermuda-Dreiecks ein und verschwindet spurlos. Bisher wurden weder Wrackteile gefunden, noch konnte der Verbleib der Besatzung geklärt werden. Marvin Barish ist persönlich von der Tragödie betroffen. Mein Großonkel Lawrence Merkel war Feuerwehrmann auf diesem Schiff. Er war am Anfang 20 und gehörte zur 309-köpfigen Besatzung. Meistens findet man irgendwelche Anzeichen eines Untergangs. Ein Rettungsboot oder Teile der Ladung, was auch immer. In diesem Fall wurde überhaupt nichts gefunden. Das Fehlen von Wrackteilen löste wilde Spekulationen aus. Da waren bizarre Stories dabei. Eine Washingtoner Zeitung schrieb, das Schiff sei gekapert worden und würde nun von Piraten am Amazonas eingesetzt. Andere meinten, sie wäre von einem deutschen U-Boot aufgebracht worden. Man berichtete von riesigen Kraken, die in einigen amerikanischen Zeitungen sogar bildlich dargestellt wurden. Barish hat sein Leben der Aufklärung des Schicksals der Cyclops gewidmet. Er hat jedes Dokument über das Schiff gelesen und glaubt, nach jahrzehntelangen Studien einen fatalen Fehler in der Schiffskonstruktion erkannt zu haben. Die Cyclops war einst das schnellste Schiff der US-Marine. Durch den flachen Boden besaß es eine sogenannte Dünungstoleranz von 40 bis 50 Grad. Die meisten Schiffe dieser Bauart wären bei entsprechend hohem Wellengang schnell gekentert und gesunken.
Hatten allein die extremen Rollbewegungen die Cyclops kentern lassen? Oder gab es noch andere Gründe? Seit Jahrhunderten berichten Seeleute von sogenannten Monsterwellen, die sich wie aus dem Nichts aufbauen und auf ihrem Weg jedes Schiff überspülen. Diese Legenden gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Zahlreiche Seeleute haben solche Karwendsmänner offenbar selbst miterlebt und auch überlebt. Laut Dr. Boxel können diese Berichte der alten Seefahrer einfach nicht mehr ignoriert werden. Mit Hilfe von Satelliten können wir in wenigen Tagen den gesamten Globus erfassen. In den letzten 20 Jahren haben wir Monsterwellen bis zu einer Höhe von 30 Metern beobachtet. Es gibt sie also tatsächlich. Einige dieser Wellenberge konnten sogar gefilmt werden. Im Winter 2012 wurde in der Nordsee ein Seenotrettungskreuzer von einem sogenannten Karwendsmann erfasst. Könnte es in Anbetracht der extremen Wetterumschwünge im Bermuda-Dreieck nicht auch hier zu Monsterwellen gekommen sein? Im Nordatlantik entstehen immer wieder sogenannte Äquatorialtiefs. Zudem ist dies die Hurricane Alley. Und auch im Golf von Mexiko bilden sich regelmäßig Sturmfronten. Durch das Aufeinandertreffen dieser Wetterphänomene kann es zu solchen Monsterwellen kommen. Hatte sich im sturmgepeitschten Meer eine Monsterwelle aufgetürmt und die Cyclops versenkt? Das Bermuda-Dreieck war seit jeher der Ursprung vieler Legenden. Durch die virtuelle Enthüllung des Meeresbodens können diese Mythen relativiert und die Wahrheit ans Licht geholt werden. Doch manchmal lassen sich schwierige Rätsel nur mittels wissenschaftlicher Experimente lösen. An der Universität im südenglischen Plymouth steht das Wellenbecken des Coast-Laboratoriums. Die Anlage ist eine der modernsten des Landes. Damit können fast alle der im Bermuda-Dreieck vorkommenden Wellenprofile simuliert werden. Die Wissenschaftler nehmen die Existenz der Monsterwellen sehr ernst. Wir sehen uns eine 16-Meter-Welle an. Das heutige Experiment soll zeigen, ob eine Riesenwelle selbst ein so großes Schiff wie die Cyclops versenken konnte. Das Team zieht für diesen Test ein maßstabgetreues Modell der Cyclops heran und platziert es direkt in den Weg einer generierten Monsterwelle. Zuerst wird ein normaler Wellengang simuliert. Selbst bei einer hochgerechneten Kammhöhe von 8 Metern bleibt das Schiff stabil. Als jedoch das Aufeinandertreffen zweier Sturmfronten simuliert wird, ändert sich auch die Meeresdünung. Und wie aus dem Nichts entsteht eine Monsterwelle. Auf dem Meer wäre sie fast 20 Meter hoch. Aber auch die Auswirkung auf das Schiffsmodell ist klar ersichtlich. Demnach könnte die Cyclops durchaus einer Monsterwelle zum Opfer gefallen sein. Es gibt aber noch ein weiteres Phänomen, das für den Untergang des Marineschiffes verantwortlich sein könnte. Dazu müssen wir noch größere Areale des Bermuda-Dreiecks freilegen. Auf dem in einer Tiefe von knapp 400 Metern liegenden Meeresboden finden sich seltsame, milchige Ablagerungen. Ein einziges Feld kann größer als Manhattan sein. Die Substanz ist als Methanhydrat bekannt. Methanhydrat entsteht aus organischem Material, das von der Oberfläche zum Meeresgrund abgesunken ist. Die Fischkadaver, Pflanzen oder Plankton werden dort von Bakterien und anderen Mikroorganismen langsam zersetzt. Hier sind die über dem Meeresgrund schwebenden Methanhydratschlieren deutlich zu erkennen. Es lagert sich aber auch im Meeresboden selbst ab.
1981 im südchinesischen Meer. Ein Bohrschiff sticht eine flache Methangasblase an und es kommt zum Blowout. Das aufsteigende Methangas ließ das Schiff kentern und schnell sinken. Jede großflächige Veränderung der Topographie des Meeresbodens, wie Erdbeben oder Rutschungen, können erhebliche Mengen Methanhydrat freisetzen, das sich während des Aufstiegs zur Oberfläche in Gas verwandelt. Demnach könnte auch freigesetztes Methanhydrat das Kentern des flachbödigen Marinefrachters verursacht haben. Doch um die Ursache ihres Untergangs zweifelsfrei klären zu können, muss zuerst das Schiffswrack gefunden werden. Durch meine umfangreichen Studien komme ich zu dem Ergebnis, dass die Cyclops einen Tag nach dem Ablegen in Barbados nordwestlich von Puerto Rico gewesen sein dürfte. Barish ist zuversichtlich, dass das Wrack eines Tages gefunden wird. Es würde mir viel bedeuten, endlich den letzten Ruheplatz der Cyclops, meines Onkels und der übrigen Besatzung zu finden. Sollten seine Berechnungen stimmen, dürfte die Bergung schwierig werden. Durch die Freilegung dieses Seegebiets wird ein tiefer Grabenbruch sichtbar. Der sogenannte Puerto Rico-Graben. Dies ist nicht nur der tiefste Punkt des Bermuda-Dreiecks, sondern des gesamten Atlantiks. Bei der Erforschung des maritimen Grabensystems stoßen die Wissenschaftler auf das gefährlichste Geheimnis des Bermuda-Dreiecks. Den Auslöser eines potenziell vernichtenden Tsunamis. Der tiefste Punkt des Bermuda-Dreiecks, der Puerto Rico-Graben, birgt ein tödliches Geheimnis. Um die Erforschung dieser eigentlich unzugänglichen Meeresregion ist eine Art Wettrennen entbrannt. In den National Geographic Remote Imaging Laboratories wurde ein brandneues Verfahren für Unterwasseraufnahmen entwickelt. Die sogenannte Drop Cam. Perfect, good to go. Nach jahrelanger Entwicklung konnte der leitende Ingenieur Eric Birkenpass die Kamera erstmals im Pazifik vor Chile erproben. Die Kamera wird lediglich von einem Gewicht nach unten gezogen. Als wir sie seitlich vom Boot versenkt haben, hatten wir alle Schmetterlinge im Bauch. Bei ihrem Einsatz im Puerto Rico-Graben brauchte das Gerät 1,5 Stunden, um den Grund des gut 8000 Meter tiefen Grabens zu erreichen. Die Programmierung sah mehrstündige Filmaufnahmen am Meeresgrund und ein selbstständiges Auftauchen mit automatischer Positionsangabe vor. Wir waren sehr erleichtert, als endlich das erste Funksignal und die GPS-Position hereinkam. Dies sind erste Aufnahmen vom Grund des über 8000 Meter tiefen Puerto Rico-Grabens. Durch diese Bilder aus der Tiefe öffnet sich ein Fenster zu einer noch weitgehend unerforschten Region unseres Planeten. Die Bildstrecke besteht jedoch nur aus zusammenhängenden Einzelbildern, die nur wenige Quadratmeter des Meeresbodens zeigen. Um den gesamten Puerto Rico-Graben enthüllen zu können, benötigen wir eine wesentlich umfangreichere Datenmenge. Yuri Ten Brink, ein US-Experte für geologische Vermessungen, versucht das gesamte Seegebiet zu kartieren und hat auch gute Gründe dafür. Wir untersuchen diesen Grabenbruch auch deshalb, weil er ähnliche Ausmaße wie der Sumatra-Graben hat, von dem 2004 das Sumatra-Seebeben mit anschließendem Tsunami ausging. Sollte jemals ein Beben der Stärke 9,4 auf der Richterskala im Puerto Rico-Graben auftreten, könnte der nachfolgende Tsunami die amerikanische Ostküste und vielleicht auch Europa treffen. Sein Team setzt zum Scannen des Grabensystems sowie der Voraussage möglicher Tsunamis moderne Tauchroboter, sogenannte ROVs, ein. Die Sonarimpulse der ROVs werden in detaillierte Oberflächenprofile umgewandelt.
Das 3D-Mapping genannte Verfahren zeigt die gewaltigen Flanken von Unterwasserschluchten. Einige Täler sind von rund 1000 Meter hohen Wänden umgeben. Unter Geologen ist schon lange bekannt, dass dieser Graben den Rand der sogenannten nordamerikanischen Platte bildet, die sich weit unter die karibische Platte geschoben hat. Doch die neuen Sonardaten zeigen, dass es hier jederzeit zu unterseeischen Rutschungen kommen kann. Das Gestein kann über viele Quadratkilometer verstreut werden. Das entspricht den Ausmaßen einer Großstadt. Dabei können 200 Meter dicke Felsbrocken bewegt werden. Es kann durchaus zu Rutschungen von 10 bis 20 Kilometern Länge kommen. Das bedeutet, dass ein submariner Erdrutsch dieses Ausmaßes einen Tsunami auslöst, der die gesamte Ostküste der USA bedrohen würde. Denkt man an die Atomkraftwerke nahe Boston, Charleston und Baltimore, dann wird klar, warum man auf so ein Szenario vorbereitet sein sollte. Mittlerweile hat man die verheerenden Auswirkungen eines Tsunamis auf ungeschützte Atommeiler begriffen. Nicht zuletzt durch das Unglück von Fukushima im Jahr 2011. Bei einem Tsunami entlang der amerikanischen Ostküste könnte ein Beben der Stärke 9 im Puerto Rico-Graben der mögliche Auslöser dafür sein. Um die Risiken besser evaluieren zu können, hat Yuris Team Gesteinsproben gesammelt und im Labor untersucht. Die Ergebnisse stellen für die Bewohner der Ostküste der USA eine immense Erleichterung dar. Wer aber näher an diesem Grabensystem lebt, sollte das Risiko kennen. Nach unserem derzeitigen Wissensstand wird es hier nicht zu solch schweren Beben kommen. Trotzdem können Erdstöße der Stärke 8 bis 8,5 auftreten. Dann wäre zwar die US-Ostküste nicht direkt betroffen, aber in der Karibik müsste man mit schweren Verwüstungen rechnen. Darüber hinaus könnte ein Seebeben in diesem Gebiet große Mengen Methanhydrat freisetzen. Ein weiteres Indiz für das rätselhafte Verschwinden vieler Schiffe im Bermuda-Dreieck. Anhand von Yuris Daten können wir fast 800 Kilometer des Puerto Rico-Grabens freilegen. Angesichts seiner immensen Ausdehnung und der großen Tiefe wundert es nicht, dass viele der Schiffe und Flugzeuge, die im Bermuda-Dreieck verloren gingen, bisher nie gefunden worden sind. Die tausende Meter hoch aufragenden Klippen prägen auf dem Grund des Atlantiks eine wahrlich atemberaubende Landschaft. Und das in einer Tiefe von 8000 Metern. Die virtuelle Enthüllung des Bermuda-Dreiecks hat uns erstmals vielfältige maritime Landschaften gezeigt. Darunter einige der bemerkenswertesten Phänomene der Weltmeere. Die Mythen und Legenden des Bermuda-Dreiecks werden bestehen bleiben. Immerhin konnten wir beweisen, dass die tatsächlichen Gefahren nichts mit übernatürlichen Phänomenen zu tun haben. Es sind allerdings sehr reale Gefahren, die wir allein Mutter Natur verdanken.